Okay. Was soll ich hier stellen? Ach, das hier. Hä? Das ist doch keine Landebahn. Ach, die fängt die dann hier, oder was? Leider kann ich das hier nicht erkennen. Ach, das sind Lichter hier. Das ist ja geil. Okay. Leuchtsignal für die Landung 5. Elektrische Stromversorgung, Knochen und Messing. Ding, ding, ding. Okay, ja, jetzt bin ich gespannt. Platziere die Landebahn im Land der Uralten in der Nähe der Docks. Das hier zählt. Es ist aber wieder so eine komische Angabe. Naja, klar, weil jeder kann ja sein Land selbst verändern. Deswegen müssen sie das so komisch schreiben. In der Nähe der Docks. Das ist natürlich nicht in der Nähe der Docks. Das hat man schon mal. Komm, Wally. Das mit in der Nähe der Docks, das hat man schon mal. Hi, Mickey. Eigentlich war das genau hier. Direkt, direkt, direkt. Okay. Wir stellen mal die zwei Knuffelis hierher. Hier, die zwei Knuffelis. Stellen wir das mal hierher. Oha, das ist ja riesig. Schauen wir mal, ob das in der Nähe der Docks ist. Das gab ja. Oh, ja. Nein. Nein. Okay, das wusste ich schon, dass das wieder Probleme gibt. Ja, in der Nähe der Docks. Das sind ja die Docks. Das sind ja die Docks hier. Ach so, weil sie hier rumschwebt, können wir es auch hier runter machen, klar. Okay, in der Nähe der Docks. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Ja, das glaube ich. Okay. Tja, in der Nähe der Docks. Es könnte jetzt wieder so viel sagen, aber ich halte mich zurück, ne? Kannst jetzt wieder rumtun und rausfinden, was die unter einer Definition von in der Nähe der Docks halten. Da kann ich es nicht. Doch, da kannst du es auch herstellen. Warte mal. Nein. Ich möchte mal wissen, ob das nur mir so geht oder ob das den anderen auch so geht. Das würde ich gern mal wissen. In der Nähe der Docks. Heilige Maria, Mutter Gottes, das sind die Docks. Also was soll ich denn machen? Okay, Leute, ich krieg's nicht gebacken. Es wird nicht angezeigt. Es ist wieder mal. Ja, platziere die Landebahn im Land der Uralten in der Nähe der Docks. Es geht nicht. Ich höre jetzt mal auf und dann machen wir. Ja, was soll ich denn machen? Es geht ja nicht. So, Ladies and Gentlemen, nach vielen, vielen Versuchen ist es mir jetzt gelungen, diesen Quest hier zu beenden. Schau bei Oswald vorbei, während du auf die Rückkehr der Eisenbahn wartest. Hier ist also jetzt diese Lande. Zone, hier muss man das herstellen. Und jetzt gucken wir mal, was er sagt. Okay, wir haben unsere Landebahn. Ich hoffe, es funktioniert. Okay. Ich habe meine Pfote dreifach geküsst. Hasenpfote. Um Glück zu haben. Also sollte es klappen. Ich habe meine Pfote dreifach geküsst. Oh Gott. Außerdem habe ich die Landebahn mit ein paar Knochen versehen. Eisenbahnen sind wie Hunde. Also hoffe ich, dass sie helfen, sie herunterzulocken. Wieso sind Eisenbahnen wie Hunde? Eisenbahnen sind wie Hunde? Kann mir das jemand erklären? Sagenhaft, schau, die Eisenbahn kommt rüber. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht.
ist gelandet. Sie ist wieder da. Hurra. Puh. Eisenbahn, du hast mich ganz schön erschreckt. Warte, böse Eisenbahn. Nein, sie war nicht. Sie war nur einfach freudig. Sie wollte alles sehen. Das ist doch okay. Ja, ich habe mir auch Sorgen gemacht. Siehst du, du hast dir unnötige Sorgen gemacht, Nils. Aber ich glaube, die Eisenbahn hat ihre Lektion gelernt, als sie so lange verloren war. Ach, lass sie doch ein bisschen raus, Mensch. Bisschen die Insel angucken. Ist doch eine schöne Insel hier. Ja. Sie sollte jetzt so weit trainiert sein, dass du sie überall unterbringen kannst, wo du willst, Nils. Okay. Du musst zugeben, dass die Welt um dich herum noch andere Regeln funktioniert. Dein Haus ist in drei Dimensionen gezeichnet. Es langt jetzt, es langt jetzt, es langt einfach. Es langt. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss! Okay. Es langt, das ist alles so ein bisschen arg in die Länge gezogen. Jetzt gehen wir mal darüber. Dann machen wir mal... Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen. Die können wir ja... Das ist ja eine schöne... Also das ist ja endlich mal ein schöner Quest gewesen. Er war mir einfach zu lang jetzt. Er war mir einfach... Ich habe gedacht, die kann fahren ein bisschen, aber gut, das ist natürlich jetzt hier eine Illusion. Jetzt könnte man die natürlich schön hier reinstellen, ne? Oder? Wie machen wir das? Ich glaube, wir lassen sie wirklich hier. Wir können ja mal hier ein bisschen reingehen. Tun wir mal das hier so weg. Sagen wir nicht böse, aber die passt hier überhaupt nicht rein. So, mal gucken hier. Ah, ja. Hm. Du kannst sie ja einfach hier so stehen lassen, ne? Ja, ja, ich würde sie schon gerne hier bei Oswald stehen lassen. Ich weiß halt nicht, ob sie hier so reinpasst. Wir werden das sowieso wieder ein bisschen umbauen, weil wir haben ja erst diesen Bereich hier an den Docks hier unten umgebaut und dann im Nachhinein kam ja erst hier Oswald rein. Das heißt, wir werden das Gemüse hier wieder wegmachen. Das wusste ich ja nicht. Das hier hinten, den Garten, kann man ja lassen. Und dann, ja, mache ich mal vielleicht mal ein Video gleich hinterher. Da können wir das hier ein bisschen umbauen, weil auch das da hinten schaut. Das war ja nicht so geplant. Das tun wir weg und dann machen wir ein paar schöne Sachen her. Es passt halt gerade so rein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das hier so lassen. Es würde hier so reinpassen. Man hätte das Stück hier auch ein bisschen größer machen können. Versteht ihr einfach hier so und so rüber, weil das ist, geht ja alles. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass hier Treppen sind. Das sehe ich jetzt das allererste Mal. Das heißt ja auf gut Deutsch, wenn hier, da ist das hier verschoben. Ja, aber wo kommt denn die Treppe her? Weil wenn die Treppe hierher gehört, da kann man ja nicht rüber. Da ist ja eine Mauer. Das ist ja interessant. Das heißt, vielleicht gibt es hier irgendwann einmal hier eine Möglichkeit, dass das Wasser hier mal weggeht und dass man mal sieht, was hier noch alles ist. Weil so unfähig Gameloft ist, in der Entwicklung von Maps, das haben sie schon drauf. Das muss man tatsächlich sagen. Okay. Hm. Machen wir mal das hier weg. Da können wir ja mal dann in der nächsten Folge einfach mal umbauen. Und dann machen wir mal hier einen schönen Ort für Oswald her. Das könnte eigentlich Spaß machen, ne? Ja. Ja, machen wir hier ein bisschen Platz.
Dann machen wir hier ein paar Bänke her und was zu essen und einen Schirm, einen Sonnenschirm vielleicht, ein paar kleine Bäume machen wir noch her.